Moin Moin Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Videolog. Heute geht es mal zu zweit unterwegs, den Alex hinter mir. Wir wollen heute mal ein paar Aufnahmen zusammen machen, weil ich gerne euch ein paar Zeichen zeigen möchte, die Motorradfahrer benutzen, dass ihr einfach auch wisst, was bedeutet es eigentlich, wenn derjenige sich auf den Helm haut oder mal mit der Hand ein bisschen verschiedene komische Sachen macht. So, liebe Leute, wenn ihr natürlich mal in der Kolonne unterwegs seid und es macht vor euch jemand verschiedene verrückte Zeichen, dann heißt es nicht, dass er einen an der Klatsche hat, sondern er will euch damit was sagen. Wenn ihr in eine Kolonne fahren wollt, das ist meistens mit mehr Leuten, gibt der Kolonnenführer ein ganz entscheidendes Zeichen. Finger nach oben, kreiseln. Das heißt Motor starten. Vorher lasst ihr bitte den Motor aus, wegen Lärmbelästigung. Natürlich gibt er euch auch ein Zeichen, wenn ihr beim Bahnübergang seid oder länger warten müsst oder sowas. Den Daumen oder Finger nach unten, heißt Motor aus. Macht dieses auch einfach, so könnt ihr euch noch mit dem Nebenmann unterhalten oder was auch immer, ne? Die Leute, die Einwohner nicht belästigen. Wenn natürlich der hinter mir, wie ich das gerade sehe, Alex, der hat aber sein Licht an, mal das Licht vergessen hat anzumachen, dann gibt es eigentlich das Zeichen, einmal auf den Helm fassen. Er sagt dann hinter mal eigentlich, hier, Birne einschalten, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Es passiert öfters mal, dass der Hintermann vergisst, den Blinker auszuschalten. Oder auch der Vordermann, wenn ihr euch einen Motorradfahrer entgegenkommt. Ihr könnt ja ein Zeichen geben, viele wissen das Zeichen. Das wäre das Blinkerzeichen. Hand auf, Hand zu. Hand auf, Hand zu. Hand auf, Hand zu. Wenn der Hintermann sich überholen soll, dann gibt es natürlich auch ein Zeichen. Aber das sollte eigentlich euch auch klar sein, ne? Wenn ich jetzt rechts zur Seite fahre und so mache, soll heißt, dass er vorbeifahren soll. Aber Leute, ganz wichtig, verlasst euch nicht auf den Vordermann, was er sagt. Guckt hinten, sichert euch ab, fahrt dann erst, überholt dann erst, ne? Wenn ihr sicher seid, dass da keiner ist. Wenn der Kolonnenführer euch natürlich das Zeichen gibt, dass ihr die Motoren starten sollt, kommt es auch vor, dass er dieses Zeichen gibt. Das heißt, folgt mir. Ja, was auch öfters mal vorkommt, ist eine Gefahrenstelle. Natürlich könnt ihr oder solltet ihr vor allen Dingen euer Hintermann darauf hinweisen. Das ist auch das einzige Zeichen, was mit der rechten Hand gemacht wird. Also und der rechten Hand gemacht wird, dass es auf die Gefahrenstelle nach links zum Beispiel zeigen mit dem Finger, ausgestreckten Finger. Und es ist natürlich Gefahrenstelle auf der rechten Seite, zeigt ihr mit der rechten Seite drauf. Tanken könnte natürlich auch vorkommen, was in der Kolonne sehr oft vorkommt, dass irgendjemand mal wieder, so wie ich zum Beispiel, tanken muss, weil die liebe Susi einfach Durst hat. Dann wird es auf dem Tank gezeigt. Sollte eigentlich jeder verstehen, dass es dann tanken heißt. So, natürlich kann es auch mal vorkommen in einer Kolonne, dass der Vordermann Hunger hat oder Durst hat. Dieses Zeichen sollte eigentlich jeder kennen, wenn hier dieses Becher-Symbol kommt. Das heißt, der Hunger oder Durst. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen helfen können, dass ihr ein bisschen sicherer in Kolonne seid und auch die Zeichen versteht, die Leute sprechen. Jetzt genießt noch ein bisschen die Fahrt
und bis zum nächsten Mal. So,